Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge Nummer 34 von Astronier. Ja, ich habe die Straße ausgebaut hier hinten hin, habe ein bisschen weitergemacht, habe dann hier die Leitung schon gesetzt. Und das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, dass keine Leitungen mehr da sind. Wir haben keine Pinne mehr, wir können keinen Strom mehr weitermachen. Hier geht es noch ein bisschen hoch, habe ich gesehen. Und dann kannst du hier rein und dann war es das. Aber ich würde hier jetzt gerne schauen, dass ich hier weiterkomme. Aber allerdings ist es jetzt ein bisschen schwierig dann, ne? Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier ist jetzt Sauerstoff, wie ihr gerade gemerkt habt, rausgegangen. Ich würde jetzt hier schauen, dass wir vielleicht hier irgendwo weiterkommen. Aber das sieht so ein bisschen so aus, als ob wir gerade unten sind, so gefühlt, ne? Aber naja, man weiß ja nie, ne? Können wir hier mal gucken, ob es hier noch irgendwo so ein Loch gibt. Aber ich glaube eher nicht, ne? Immer so ein bisschen Bammel, dass ich runterfalle. Und in irgendein Loch reinfallen und nicht wieder rauskommen. Aber hier sieht es nicht jetzt gerade danach aus, dass hier noch was ist. Wo ist unser Auto jetzt? Gute Frage, ne? Hier ist ja auch sowas. Es sieht so alles ein bisschen anders aus hier, diese Teile, ne? Wo ich jetzt hier drauf stehe zum Beispiel, ne? Kommen wir da hoch, ja. So, hier ist unser Auto. Also, die Kurve habe ich noch gekriegt und jetzt wäre eigentlich der Weg, wo ich sagen würde, komm, lass uns mal hier weiter bohren. Machen wir mal E und dann machen wir da rein und dann gucken wir nach dem Intro, wo es lang geht, ne? Bis gleich. So, dann bohren wir jetzt mal hier einfach rein. Und hoffen, dass wir da irgendwo hinkommen, wo wir auch hinwollen, ne? Da gibt es ja eine kleine Höhle, wo es weitergeht. Tief graben steht da in Errungenschaft. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hoch zum Auto und holen das nach, oder? Auf jeden Fall ist die Sauerstoffhälfte ja gleich schon weg. Hier sind wir durch, ja. Ja, Sauerstoff, ich weiß. Aber deswegen sind wir auch hier. So, jetzt wäre eigentlich interessant, den Boden hier zu begradigen. Geht das so? Und bis jetzt geht's noch, ne? Ne, das war genau der Schritt, den ich nicht haben wollte. So geht's erstmal. Wieso hing der gerade da? Wieder Sauerstoff geholt, ja. Hier gerade noch ein bisschen weiter gerade machen. So, und jetzt fahren wir erstmal mit dem Auto ein Stück tiefer, ne? Tiefer graben, also das war ja hier, ne? Hier glänzt es so ein bisschen anders, ne? Kriegen wir das so hin? Einfach so? Ich denke mal, wir bleiben mal gerade hier. Und gucken, wie weit wir da kommen. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So, immer tiefer, es passiert aber ja nichts mehr, ne? So, jetzt ist der halbe Sauerstoff weg, das heißt, wir gehen erstmal wieder zum Fahrzeug zurück.
Sieht eigentlich ganz robust aus, dieser Tunnel, oder? Da können wir mit dem Auto so reinfahren, denke ich. Am Auto kriegen wir wieder Sauerstoff, oder? Ja. Einfach mal einsteigen und weiterfahren, oder wie ist das? Gucken, was da unten los ist. Wieder mal absteigen und wieder mal gucken, oder? Aha. Oh, das geht aber tief runter, ne? Dann müssen wir hier gucken, wie wir da hinkommen. Vor allem jetzt ist jetzt nicht so prickelnd hier. Schön wäre es gewesen, wenn wir hier Dingens gekriegt hätten. Wie heißt es? Sauerstoff ist schon wieder weg. Dann gehen wir mal wieder zum Auto erst. Sauerstoff aufladen. Und dann arbeiten wir uns hier weiter. Oh, keine Energie mehr, schade. Kommen wir denn hier so runter? Da ist kein Material mehr da, ne? Jetzt ist er alle. Gut, auf zum Fahrzeug, weil wir Sauerstoff brauchen. Das ist schon mal etwas. Aber wenn wir einen Generator anmachen. Achso, den kann ich so nicht anmachen, sondern da kann ich den nur so anmachen, wenn ich da drauf sitze. Laden wir gerade unseren Akku mit auf. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir was abbauen, damit wir da weiterkommen. Ja, machen wir mal hier einen Tunnel einfach rein. Okay, dann sind wir so rausgekommen. Das ist schon krass darunter, ne? Braucht das Material auf jeden Fall, ne? Wir wieder voll werden. Jetzt wieder der Akku leer. Und das ist so dunkel, da sieht man wieder nichts, ne? Irgendwo hier ist unser Auto, ja. Und das bedeutet wieder einschalten hier. Oder, naja, wir fahren erstmal da, glaube ich, jetzt weiter. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen Material geholt, ne? Okay, hier ist ein bisschen knapp vielleicht, ne? Ich habe gerade Angst auszusteigen, weil, ne? Vielleicht falle ich runter. So gefällt es mir ein bisschen besser, wenn es breiter ist. Komme ich da irgendwo raus und irgendwie runter? Das ist die nächste Frage, ne?
jetzt auch dunkel, dooferweise. Jetzt bin ich an einer anderen Wand, ne? Ja. So, jetzt müssen wir wieder erstmal zurück, damit wir Sauerstoff kriegen. Sieht cool aus hier, oder? So, breiter Ganze, das Ganze breiter, ja. So, hier ist jetzt unsere Plattform, oder? So, kriegen wir das Fahrzeug hier gedreht, das ist die Frage, ne? So müsste es aber gehen, wenn. Dann muss ich mir da jetzt weiter runter irgendwie. Schade, dass ich jetzt hier so wenig Licht habe, ne? Dann sehe ich leider nicht, wie es weitergehen kann. Oh, Sauerstoff fehlt. Auto, komm näher. Gott, das haben wir noch wieder geschafft. Machen wir hier einmal den Ding jetzt an. Das hat so keinen Sinn. Wir brauchen Strom. Wir laden jetzt uns erst. Gleich das Auto, oder wie ist das? Ja, jetzt ist er voll. Okay, gehen wir nochmal runter, gucken uns das nochmal genauer an, was wir hier gebastelt haben. Aha, hier geht's auch weiter runter, wenn. Oh, der Pilz, der sieht ja cool aus da rechts, ne? Aber ob ich da jemals runter schaffe hier? Kann ich auch noch durch. Er sagt schon wieder Sauerstoffprobleme, ne? Oh Mann. Enorm da unten, ne? Ganz enorm. Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfliege. Da habe ich verloren, glaube ich. Dann sind wir wieder kein Material mehr. Das heißt, wir müssen erst wieder Material abbauen. Das größte Problem, was wir haben, ist ja, dass wir hier kein Dingens haben. Wie heißt es? Kein, sag schon. Sauerstofffilter, Sauerstofffilter. Geh mal einsteigen. Kein Gemisch finden. Oh oh. Ich weiß nicht, ob uns so ein Anhänger da noch her zum Verhängnis wird. Könnte sein, ne? Bin gerade so ein bisschen ängstlich hier und bisschen Muffensausen insgesamt, ne? Wenn ich da runter segel, war es das, oder? Da unten Laterit sehe ich zwar, aber ich sehe noch kein Gemisch oder sowas. Wäre cool, wenn wir da mal was sehen würden, aber. Und wie komme ich da runter? Nochmal Sauerstoff aufladen, gerade am Wagen. Da
Eigentlich müssen wir wieder Licht anmachen, das hat so keinen Sinn. Wenn ich sehe, kannst du es vergessen, ne? Jetzt haben wir hier eine Rampe nach da gebaut. Ja. Komme ich da irgendwie hin? Er spricht schon wieder von Sauerstoffmangel, ne? Gut, dann werden wir erst wieder zum Wagen schnell gehen. Mal kaputt gehen wollen wir hier unten nicht, das wäre fatal. Der steht ja schon hier. Das funktioniert schon wieder nicht mehr. Wir haben schon wieder kein Material. Also schon wieder alles alle. Lass uns den nochmal anschmeißen hier. Die Batterie wieder voll wird. So. Aber nützt nichts, wir müssen hier erst weiter werden. Und hier möchte ich gerne zumachen. So, da kann ich jetzt nicht mehr runterfallen, oder? Doch, hier noch in der Ecke. Warte mal, ein kleines Stück zurückgehen. Und Sauerstoff ist wieder nur halb, das heißt wieder ab zum Wagen. Ja, und ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Hier sieht es ja richtig cool aus. Dann machen wir mal in der nächsten Folge weiter, wie weit wir kommen. Ich hoffe, wir können da irgendwie runterkommen und dann wird es klappen, dass wir da unten irgendwo Gemisch finden, um Strom zu legen. Das wäre ganz schön wichtig. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.